Samstagabend. Samstagabend, Trash Night mit dem Bram. Ja. Hallo. Oh, ja. Und wir spielen. Was spielen wir überhaupt? Age of Wulin. Age of Wulin, Junge. Leck mich mal am Arsch. Premium-Titel. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum wir so gut drauf sind, wir müssen uns ein wenig, ja, unsere Laune wieder erheitern, denn wir haben schon quasi ein Trash Night-Spiel für euch aufgenommen. Ja, genau. Was sogar ziemlich cool war. Genau, da gab es leider ein paar technische Probleme, und zwar Path of Exile haben wir gespielt. Da haben wir komplette Trash Night aufgenommen. Das Problem ist, das Spiel hat keinen Sound. Und man kann die war sogar fast eine Stunde lang, Alter. Ja. Ich will überlegen, ob die. Ich werde die Folge noch auf Pietsmit TV veröffentlichen. Dann könnt ihr die euch angucken. Auf jeden Fall, um jetzt mal so zu sagen, Path of Exile könnt ihr euch auf jeden Fall trotzdem angucken. Genau, ja? kann man sich auf jeden Fall geben. Wir haben kein Trash gegeben. Genau. War ein ziemlich gutes Spiel, Hack'n'Slay-Klon, hat extrem viel geklaut, muss man sagen, war aber hat Spaß gemacht und war auch eine coole Trash-Night. Deswegen, wenn ihr reingucken wollt, Klon. Hier nochmal der Link jetzt für euch, dann, ja, damit ihr halt einfach zu Pietsmit TV kommen könnt und dann könnt ihr euch das dann angucken. Als normales Let's Play möchtest du aber nicht hochladen halt. Ein bisschen. So. Also ja, ich nehme jetzt Sword Without a Name. Ja, nehme ich jetzt auch, damit wir im gleichen Gebiet starten. Also. So, was haben wir hier? Warte, ich will so einen geilen Drecksbart haben wie Hardy am Kinn. Alter, ohne Spaß! Guck dir mal! Ey, sind das jetzt die männlichen oder die weiblichen? Lol, ich dachte gerade, der sieht aus wie eine weibliche Version nur mit Bart. Warte, der sieht voll aus wie Hardy. Deine Mutter sieht aus wie Hardy. What the fuck? Ach ja, Hardy war ein kleiner. Ja, doch, so. Alter, die sehen ja alle voll weiblich aus. So. Du bist so einen weiblichen oder einen männlichen Charakter? Männlich. Man kann weiblichen nehmen. Back. Ja, sicher. Links neben dem Kopf, da kannst du das einstellen. Echt geil. Kann ich der auch einen Bart geben? Nee, da kannst du leider keinen Bart geben. Nee, ich will einen männlichen haben, weil ich hab einen richtig geilen Gaylord-Fucker. So, der sieht nämlich voll aus wie Hardy. Ich sag dir, ey. So. Auf jeden Fall, ey. Und gucken, wie Premium das Spiel ist, wenn ich mich benenne. Boah, kann. Alter, was nehme ich denn hier für Kleidung, ey? So ein. Boah, ich glaube. Boah, jawohl, ey, mit so einem Ding, was im Wind weht, ey, das ist doch geil. Wie sieht denn die weibliche Kleidung aus? Haben wir da kurze Röckchen? Nee, leider nicht. Ist ja voll öde. Scheiße. So. Nehme ich jetzt den. Alles klar. So, Enter Name. Dann nenne ich mich mal. Ja, das ist. Oh ja. Meine kleine Nougat-Schnitte. So, wie sieht's aus? Genau, natürlich habt ihr auch wieder in der Runde die Möglichkeit, uns eure Meinung mitzuteilen. Gerne per Daumen hoch, wenn ihr sagt, ey, boah, die haben voll recht, ach. Kollege, die haben die gleiche Meinung. Boah, ist das für ein Tutorial? Ach, das ist doch scheiße. Ja, deine Mutter scheißt auch in der Box. Ich wollte mich Dumpinglohnstricher nennen, aber das ist zu lang. Scheiße. Und wenn ihr auf jeden Fall mit nicht unserer Meinung seid, Daumen runter. Daumen runter! Und wir wollen hier mal, wir haben Peter vorgeschlagen, ja, in seinem GTA 5 Let's Play, das alles als richtige N-Words mehr zu nutzen. Weil, wie steht ihr eigentlich dazu, ja? Und ich mal sagt so, boah, voll hier beleidigend oder so weiter. Oder boah, Alter, wir leben in einer freien Welt, jeder kann machen, was er will. Boah, ich werd schon wieder voll diskriminiert, ey. Ich darf schon den Namen nicht benutzen, den ich gerade eingegeben habe. Ja. So. Okay. So. Woo! Oh, ich weiß nicht. Kurz auf Hardy. Boah, ich weiß nicht. Der ist auch immer dabei, sich auszusuchen, wie er heißt. Please select another name! Ist natürlich geil, dass man F9 drücken muss, um hier die Tipps zu kriegen. Hab ich natürlich erstmal gemacht, erstmal schon die Aufnahme unterbrochen. Ah. Was leckt denn meiner hier so rum, ey? So, bist du jetzt endlich im Spiel? Bist du Lumpi? Ja, ich bin Lumpi. Ja, da, ich bin der hier. Warum hast du denn die gleiche Kleidung an wie ich? Ja, weil ich dich. Scheiß. Wurde ich was? Ich wollte es nicht sagen. Ich wusste genau, wie du dich kleiden wirst. Ja, warum denn, ey? Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Ja, ist doch scheiße. Ja, außerdem heiße ich das Ding weh. Jetzt kann man. Das Ding weht. Ja, toll, jetzt kann man uns voll nicht auseinanderhalten. Ja gut, du hast den Pferdeschwanz, den Schwulen. Ja. Wow, du trägst offene Haare. Du bist viel weniger gay, ey. Ich wollte mich eigentlich Lumpi wollte ich mich nennen, mit Leerzeichen dazwischen, aber es hat leider nicht funktioniert. Do you want to play chess with me? Do you want to play chess with me? Why you developing everything can be teacher? Okay, bla bla.
Bla bla bla, go ahead. We will practice with an art in the UE every day. We will have more experience in us. Thank you for your guidance. Faith and perseverance so. Come before achievements and experience. Go ahead. Please left only click in Yangshu can you entire your experience. What? Bam, Junge. Wie pay gold, pay online. Nee, will ich aber gar nicht. Moment. Das ist ein Spiel, hat mir leise. Was passiert da? Da. Okay, ich habe 150 Punkte gekriegt. Da. Boah, Junge, ist ja voll das Asia-Spiel, ey. Pay- ja, ich will nicht deine komischen. jetzt müsstest du hier so ein. Dieses Meme von. Hier, wie heißt er? You Don't Say. Hättest du jetzt einblenden müssen. Wie heißt er denn noch? Der fucking Schauspieler. Ja, das ist ein Asia-Spiel. Boah, wie heißt der denn jetzt, Brammen? Ja, was soll ich das denn wissen, du Ficklutschhure, ey? Ja, komm, hier, der Balkon, er mitgespielt hat und, Ich weiß es doch nicht. Du Alter, kennst doch, wie geil der jumpen kann, jo. Du kennst doch dieses You Don't Say Meme, oder? Ja, ja. Boah, wie heißt der denn? Guck mal, wie der springt, ey. What the fuck? Scheiße, ich muss das. Ja, du googelst jetzt kurz. Ich mach kurz den Clay. Do you want to play chess with me? Nee, das hab ich ja schon gehört. You will obtain. Okay. Mission Reward. Thank you. Okay, learn sitting and forgetting skills. Ach ja! Nicolas Caging und Nicolas Cage Everywhere. Ja, so, wann hast du das jetzt eine Quest angenommen? Ja, ich laufe zu Du Sing Ping. Von wem kann ich denn jetzt hier noch eine Quest annehmen? Da von dem Lutscher, da von, wie heißt der? Shang Huan. Von wem? Da, mit dem du gerade geredet hast. Ich sehe ja aber Xu Duan Wen. Ja. Guck mal, ich kann durch den Tisch durchlaufen. Guck mal. Was hat die Mega Martial Arts Skills, muss ich einfach mal so sagen. Alter, ich kann durch den Tisch durchlaufen. Wie geil ist das denn? Ich will auch durch den Tisch durchlaufen. Okay. Aber Junge, jetzt nehmen wir doch mal die Scheißquest an. Von wem denn? Ja, von dem da hinten, du Lutscher. Von Chang Huan. Kann ich nicht irgendwie auch sprinten oder so eine Scheiße? Der heißt Huan Zon. Huan Zon, Junge. So, everything has its origin. Go ahead, please. Thank you for your guidance. So, was habe ich denn jetzt gekriegt? Ja, jetzt müssen wir You've lernen. Gained 25 win. Boah, ich finde das ja schon mega geil gemacht, dass die Schrift gar nicht in diese komische Schriftrolle reinpasst, ey. Boah, Junge, das ist voll. Das Interface auf jeden Fall schon mal richtig episch gemacht. Richtig übersichtlich. Du musst ihn jetzt doch mal anlabern. Wieso denn? Der hat doch gar nichts mehr über seinem Kopf schweben. Der sagt jetzt nur noch, do you want to play chess with me? Achso, hast du denn auch Learn and Sitting Skills forget hier vom... Sitting and Forgetting ja, Skill, genau. Cultivation. Ja, so, das Learn Ding Sitting and Forgetting Skill. Und so machten sich unsere Helden auf zu... Do, zing, bing, um zu vergessen, wie man vergisst. Sitzt und sitzen. Vergisst. Um zu vergessen. Nein, wir lernen jetzt zu sitzen und zu vergessen. Ja, das ist voll episch. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich ziehen die sich gleich richtig den derben Johnny durch, ey. Wäre so geil, wa? Ja, nee, die Asiaten, die haben doch immer diese Opiumhöhlen gehabt, oder? Ja. So. So, Alter. Right, der war aber eklig. Learn. So. Learn. Sitting and Forgetting Skill. Learn. Activate. Oh, ich lerne. So. Activate. So, alles klar, jetzt habe ich einen Sitting and Forgetting Skill. Okay, jetzt konsultieren wir den nochmal. So, Earnest Requires, Teacher. Okay, bla bla. Boah, labern die einen Bullshit, da habe ich da, das ist ja. Jimming Posthaus! Wie kann ich denn, wo ist denn mein Skill-Fenster hier? Oh, ich ändere gerade das Level, ich bin gerade im Jimming Posthaus. What? And he yong yong. The martial arts school have such good business. You need to practice small if you want Fliege to Bimmelsuppe. Greatness. If you can freely practice martial arts in this field, you will accomplish great things. Ich hab schon gesagt, dass du die ganze Zeit auf dem Ei rumbeißt. Ohne Spaß, wo finde ich denn meine Skills? Wo kann ich denn jetzt sitzen und vergessen? Ich, das, ohne Spaß, du musst, das Spiel, du ist, musst so, doch, das du Spiel musst ist so scheiße, ich will mich hinsetzen und das vergessen, Alter. Jetzt geh doch endlich in das scheiß Posthaus rein, ich bin schon wieder draußen. Ich bin in dem Posthaus drin. Der laber doch mit Yong Yong. Mit dem Typen, der seine halbe Brust entblößt hat. Ja, der heißt Yong Yong. Weil der voll gay ist, Alter.
So. The martial arts schools have such good business. Ja, aber der redet nicht mit mir. Wenn ich rechtsklicke, dann macht der nichts mit mir. Was ist denn deine aktuelle Quest? Earnestly request Duke Xiangping to teach you novice martial arts. Ja, da hättest du einfach nochmal anlabern müssen hier draußen, nur Lutscher. Ah, ey, wie oft muss ich denn anlabern? Wing Bai. Wing Bai. Martial Arts School Apprentice. Oh yeah, mein kleiner Freund. Oh wie Gott. Jetzt laber hier Ding Dui Xingping nochmal an, ja? Der hat ja, der ist gerade erst, der ist gerade erst erschienen, wenn du Junge. Ganz viel Hungel hast, kannst du auch noch Würmel flechten. So. Hab ich den jetzt gemacht? Ich hab den jetzt angelabert. Ja. Und jetzt muss ich da rein. Wenn er dir das dann sagt, wenn er sagt, du musst jetzt zum Posthaus, dann musst du da rein. Ja, okay. Ich glaube, ich muss da jetzt hin. Ja, boah, du bist so gay, wa? Also ich find and use the Jimming Posthaus. Complete the quest. Thanks, Chief. Ja, bla, bla. Dass das Wort Nougat-Schnitte extrem geil ist. Oh ja. Please use Parry to counter Zhong Fan's normal attack. Okay, muss ich jetzt fighten oder wie? Nee. Wieso gehe ich jetzt wieder nach draußen? Ja, weil jetzt musst du nämlich. Chuang Feng! Oh, cool. Wir müssen da wieder rein. Chuang Feng ist nämlich. Wie, wir müssen da jetzt wieder rein? Du kannst einfach auf den Namen draufklicken. Der läuft ja doch automatisch. Da haben wir doch bei Scarlet Blade alles abgeguckt. So, wer ist da? Chuang! Dass du dich überhaupt noch an die Spiele erinnerst, bei denen da überhaupt war. I'm ready, let's begin! Boah, okay. Wunderschön ist das jetzt, vor allen Dingen, wenn sich alle NPCs gleichzeitig synchron bewegen. Was für eine Scheiße. I'm und ready, jetzt 200.000 Drachen! Tadadadadang! Hayoken! Alter, ohne Spaß, das ist voll langweilig, weil die stehen einfach voreinander und hauen sich wie ein... Wie kann ich denn jetzt überhaupt was machen? Wie wird, wenn du den anlaberst? Den Swamp ja, hab ich ja. Ich hab den angelabert. Please teach me the essence of blocking move. Ja. Ja. Embracing the Moon. Okay, hammergeil. Boah, jetzt bin ich voll hart am Studieren, ey, und schon bin ich fertig. Richtig geil, ich bin voll der Speedlearner. Ich fighte mich hier gerade voll geil gegen Zhuang Feng. Zhuang Feng steht beispielsweise hinter dem Nippeltypen, wa? Ja, ich weiß. Wait a minute, let's have some preparation! Kamehameha! Wow. 1000 Drachenschlag! I'm ready, let's begin. Okay. Ja, geil, Junge. Da kannst du echt was machen, weißt wow. du? Wow! Das ist mein Kampf. Juhu! Und so funktioniert das Spiel. Wie kann ich denn den Typen jetzt überhaupt schlagen? Ja, du stellst dich davor und drückst 1. Oh mein Gott, aha, ist das Spiel spannend. Es ist okay. Richtig geil. Complete the quest. Chief Senior, bla bla bla. Super interessant, okay. Boah, ist das spannend. So, jetzt muss ich zu Yue Li Quao. Boah, Alter, voll der Ninja, hast ey. Hast du den schon umgenockt oder was? Was? Ne, keine Ahnung. BAM! Boah, wie ich ihm immer richtig fest ins Gesicht so, gebe, ich muss, ey. Ich muss Parry nutzen. Wie nutze ich denn Parry? So, jetzt habe ich ihm voll einen gegeben, ey. Aber Gönns verpisst er sich wieder, weil er voll die Angst vor hat. Okay, ich hab Harry benutzt. Thanks, Senior Brother. So. Okay, please teach me the sense of irgendwas anderem. Was haben wir da? Moon. So, jetzt study ich mal schnell Hardy hinterher. Alles klar. Hab gestudied. Boah, Junge, du bist voll der komische Typ, ey. Du bist voll langsam einfach nur. So, Buchkatter. So, jetzt muss ich diese komische Fähigkeit hier benutzen. Okay, confirm. Wow! Hotcha, pow! What the? Woo! Alter, ich mach voll die geilen Moves. I'm ready, let's begin. So, bin ich jetzt fertig mit der Scheiße hier? So, jetzt kommt der Nippleman wieder hier. Complete the quest. Komm. Thanks, I'm doing right away, so. Reserve 7 Star Step. Alter Schwede. Ohne Spaß, ich hab schon eine neue Fähigkeit gelernt. Wie mach ich das denn? Ohne Spaß, ich kann ihm nicht vernünftig ausweichen. Okay, könnte daran liegen, dass du vielleicht einfach scheiße bist. Ich glaube auch. So, you must become extremely powerful when you get angry and try to counter. Wie bist du denn eben ausgewichen? Wie? Du musst rechtsklick musst du gedrückt halten. Ich muss ja nur gedrückt halten, das ist alles. Ja. Ja. Ich stimme mich vorhin halt jetzt rechtsklick gedrückt. Boah, da.
Das war so einfach, dass ich da voll überfordert war. So. Mit wem muss ich denn jetzt fighten, Alter? Jui. Ach, mit dem hier. Da, okay, Nikau. Ready, let's begin. I'm ready, so, ich muss jetzt erst seine Attacken hier so parryen. Ja, komm. Komm, attack mich, du kleiner Pisser. Jetzt mache ich hier voll die geile Attacke, Junge. Aber geht nicht. Gib ihm auf die Fresse. So, jetzt hau ihn. Ah, hab ich gemacht. Thanks, Senior Brother. Ja, boah, haben wir fett, ey. Wie kann ich denn die scheiß Attacke einsetzen? Lass mal wieder was lernen. Ich weiß nicht, wie ich die Attacke einsetze. Welche? Da, jetzt! Bam, bam, bam! Alter, ich hab ne 5er, 6er, 6er Kombo, 7er Kombo hingelegt, Alter. Ist doch voll gut, ey. Voll gut. Na? Und da gebe ich ihm jetzt einfach mal Eiskalt aufs Maul hier. Boah, ich hab grad hier den Defense Breaking Instructions kaputt gemacht. Das war richtig geil. Okay, ich kann wieder was lernen. Learning! Oh ja, ja, das ist interessant. Ja, ja. Mhm, oh, oh, was? Was? Da gibt es Fliegenfilme super zum Preis von 2 von 1. Das ist ja günstig. Oh mein Gott. Ja, musst du become extremely powerful when you get angry. So. Try to counter Zeus guy's attack with parry. Okay, dann. Alles klar. Go find ein Duke Xiangping, muss ich jetzt wieder finden. Bist du immer noch am fighten? Ja. Ja, dann bin ich gehört, mal kurz was zu trinken. Okay, erst parry. Moment, was muss ich machen? So, jetzt parryen wir erst. Komm schon. Ach so. Komm schon, rage ihn voll. So, jetzt haben wir ihn voll geraged. Jetzt geht los. Pam, 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 pam. Ja, so hau ich meine auch immer auf die Fresse. Achso, das muss ich jetzt nochmal machen. Okay. Gib ihm! Ah, so, wie sieht es bei dir aus, du kleiner Mongo? Ich hau ihm gerade auf der Fresse. Auf der Fresse! Hau ihm gerade auf der Fresse, ist ja wunderbar. An wie viel. Da, jetzt hau ich ihn. Ah, mach ich mir erstmal einen Brownie auf. Pam, 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 pam. Okay, getötet. So, go back to Heng Chong Fang. Das ist so rassistisch, wie du den Namen aussprichst, halt. Ich muss einfach mal so sagen. Was? Ja. Was? Hast du das N-Wort benutzt? Ja, ich hab das N-Wort benutzt. Rassistisch. So, achso, du Xing Ping. Ich darf wieder raus. Mhm. Das ist ja ein tolles Spiel. Das ist ein MMO wie alle anderen, ey. Ja. Alter, das ist voll unique und so. Kannst du aufhören zu fressen während der Trash Night? Ich esse nur einen Brownie. Ist da nichts zu essen? Das bezeichne ich als Nervennahrung. Okay, ich habe keine Missionen mehr. Ich auch nicht. Ja, ich kann von ihm noch mehr lernen. Was? Ich habe jetzt Meditation gelernt. What? So geil! Kann ich jetzt auch. Okay. Alter, voll krass Meditation und so. Boah, ja, Bram, sagst du, wir meditieren erstmal eine Runde? Naja, ich glaube dann jetzt auch wieder an, ich will noch mehr Sachen. Voll lernen. Wichtig und so. Okay, ich will noch mehr Zeug absnacken. Was gibt der denn sonst noch? Ja, irgendwelchen Scheiß, ey. Ohne Spaß. Das Spiel macht mir jetzt schon keinen Spaß mehr, muss ich ehrlich sagen. Alter, das Spiel ist voll geil. Mutter ist voll geil, Junge. Weißt du, wenn die von meinem geilen Asiaten die ganze Zeit auf den Arsch kriegt. Ey, guck mal, ich kann bei dem auch shoppen. Der Hund hat seinen statistisch gesehen 19 Kilometer knallharten Eisenlümmel aus der Hose und vögelt die richtig hart, so wie er noch kein Asiate vorgetan hat. Können wir jetzt mal irgendwie hier so ein... Ja, ihm auf die Fresse geben.
So, mal so hier so in die Umgebung hier gehen, uns mal die Landschaften angucken oder so. Ja, was ist denn der hier? I have no. Oh, nee. Boah, Hardy, ohne Spaß, wir hätten noch eine Quest für uns. Ja, weiß ich nicht, vielleicht müssen wir aus dem Dorf raus. Sind hier eigentlich auch mal andere Spieler? Ja, Guide, go back to school at the carry sandbags. Da, ich habe eine neue Quest gekriegt. Okay. Du nicht? Ja. Pass auf, zu diesen miesen Sandsäcken. Ich sag dir, der noch immer ist genauso wie so ein Sandsack. Weil der einzige Vorteil ist, dass der Sandsack eventuell nicht so im Wind bewegen kann. Die Schamel mit deiner Mutti können sich aber auch im Sandsack bewegen. Ja, im Sandsack. Ja. Fail. Wo rennt denn schon wieder hin? Keine Ahnung. Das Spiel ist so fail, ey. Ich sag es dir. Da, ist das ein Sandsack? Ne. Was? Alter, wo rennt denn mein Typ hier hin? Wo rennt denn meiner hin? Und Spaß, okay, er rennt jetzt irgendwo anders hin. Okay, ich glaube, mein Typ ist Maximum verwirrt. Er rennt jetzt gerade gegen eine Hauswand. Alter. Warum spielen wir eigentlich immer wieder so Spiele? Weil ich dachte mir so, Alter, komm, guckst du dir ausnahmsweise mal wieder ein MMO an. Aber alle MMOs sind scheiße. Oh ja. Meiner rennt jetzt gerade die ganze Zeit gegen den Zaun. Warte. Ich renne jetzt gerade durch den Garten. Ja, ich folge dir gerade. Glaube ich. Ja? Nee. Ja, man rennt jetzt auch gegen die Hauswand. Ja, alles klar. Jetzt renne ich gegen den Zaun. Da! Da! Ich habe ein Sandbag gefunden, Junge. Alter, Junge, ich habe ihn gefunden. Alter, was ist denn das für eine automatische Route? Ja, die ist doch wohl geil gewesen, oder? Boah, Alter. Boah, ich bin voll niedergeschlagen worden. Oh, scheiße, jetzt habe ich dich ja richtig gespoilert, sagst du. Ey, Alter, bist du da richtig krass am Rauchen, oder was? Nein. Das ist voll ungesund. Ist nur meine E-Zigarette. Oh, man läuft die ganze Zeit hin und her, das ist mega verwirrt. Ah, jetzt geht los, oder was? Lass ich mich jetzt vom Sandsack besiegen, oder was geht hier ab? Alter Junge, du hast mich Hammer gespoilert. Alter, hat der mir gerade mit dem Hammer auf den Kopf gehauen? Boah, geil. Ich bin jetzt voll von so einer Klippe geschmissen worden. Jetzt bin ich voll in der Wildnis, Alter. Richtig krass. Ja, die unterhalten sich jetzt hier. Bla, bla. Oh. Find the Old Man Henshin's Heritage Books. So. Alles klar. Da vorne. Ach da. Soll ich das mal lesen? Und jetzt? Oh, ich bin wieder voll krass am Studieren hier. Boah, ich kann jetzt einen fetten Double Jump ausführen. Ey, da ist eine Kiste. Wie geil ist der denn? Ah, lol. You're missing a bronze key. Wie komme ich jetzt wieder hier raus? Ah, oh cool. Jumpen ran, Junge. Lol, ich bin an. Also, ich bin an dem Seil vorbeigejumpt. Lol, ich auch. Weißt du, was richtig geiler Scheiß ist? Wenn du echt lernen könntest, einen Double Jump zu machen, weil du ein Buch gelesen hast, weil man denkst, wie viele Leute in Deutschland fliegen können. Okay, wobei genug Leute könnten in Deutschland wahrscheinlich nicht mehr atmen. Wahrscheinlich. I'll go out. Lol. Wie? Ach, lol. Draufklicken. Aber. Boah, was eine spannende Quest, der leckt mich mal fett am Arsch, Dennis. Scheiße, das war voll der krasse Story-Twist. Ja, das war echt mal, aber jetzt sagen wir du Zing Ping Bescheid. Ich glaube, ich werde den Rest der Trashheit jetzt so reden. Boah, bitte nicht.
Boah, Bram, guck mal, unser Ki war gerade voll vereint, weil wir ineinander gelaufen sind. Ja, denn wenn ich meine Hand auf deine Brust lege, können sich unsere Herzschläge angleichen. Wir sind eins. Das hat schon mein alter Großvater Chibobohne gesagt. Chibobohne, ja, auf jeden Fall. Mein alter Großvater Chibobohne, Junge. Ja, wer kennt ihn nicht? Der heißt nämlich Chibobohne, Junge. So heißt der. Genau so geschrieben. Ja, und der war guter Freund von Toe Free Free. Ja, genau. Oh ja. Was gibt's denn? Gibt doch noch so andere witzige japanische, asiatische Namen. Warte, ich google mal eben ein paar. So, warte. Tofi. Alter. Also, das war nicht sehr lustig. Das muss man einfach mal sagen. Ja. Wander around to see if anyone has any problems. If you don't, you can if they don't, you can try to create someone. Ja, genau, weißt du, die haben keine Probleme und erstmal welche verursachen. Komm mal, jetzt gib mal Gas hier, wollen wir hier trashen und nicht hier googeln. Nee, ich wollte gucken, ob es hier noch lustige Namen gibt. Ja, gib es. Ach, Google ist mal wieder total enttäuschend hier einfach nur. Ja, das ist ja gegoogelt, lustig hier chinesische Namen. Ja, ich kenne auch Jumping Ivek. Jumping Ivek, ja, ich kenne auf jeden Fall auch den richtig geilen Frauenheld. Steck mal weg, Junge, auf jeden Fall. Ich hab noch Popping. Popping, Junge. Ja, der will mich voll abzocken hier, der Typ. Der will 10 Wen haben. Was ist denn 10 Wen? Ja, egal, ich lerne jetzt erstmal. Ich habe jetzt Mining bei dem gelernt. Ja, komm, ich lerne auch mal Mining. Wander around to see if anyone has any problems. If they don't, you can try to create some. Ja, das habe ich auch schon gesagt. Achso. Dass wir jetzt selber Probleme verursachen. Kann ich die hier battlen? Nein, du kannst jemanden battlen. Kann ich auf die Dächer drauf springen? Das ohne Spaß, wa? Die Haare von dem sind genauso glatt wie die von Peters Betonfrisur. Oh ja. Aber es gibt auch Entwicklerstudio, und zwar Mojang. Mojang, auf jeden Fall, Junge. Weißt du, hier ist Boah, guck mal, da ist voll am Updancen hier. Gina Wild. Gina Wild. Use the on air to get on the roof and get back to the kite. Hier. Lass uns doch mal hier aus dem Dorf rauslaufen. Nein, hier, du musst die Quest machen. Jetzt drück doch mal auf den Welche Raum. Quest denn? Boah, Alter, was? Chibobohne. Ja, auf jeden Fall, Junge. Nein, jetzt ohne Spaß, drück mal auf Around. Hier, jetzt kommt zu einem kleinen Mädchen. Hab zu ich. Dindin. Dian, wie auch immer. Ja, meiner rennt gerade völlig verpackt. Dian heißt die, Junge. Ja. Das ist die beste Freundin von Kindari Gell. Oh, Haribo. So, ich muss jetzt. Wo kriege ich denn jetzt den Drachen her? Also hier oben, hier ist doch der Weg markiert, du Lutscher! Oh ja, stimmt. Aber, Alter, du kannst auch nix außer richtig geil in die Schüssel kotzen, wa? Ah, da ist er ja! Oh, guck mal, der sieht ja voll scheiße aus. Das Ding weht! Hab ich den jetzt Steve genommen? Ding. So, ich hab den behinderten Scheißdrachen wieder zurückgebracht. The way Ding clinches ist ja tief, wenn sie ship is adorable. But sounds like she wasn't very successful with selling things. It puts me at ease to see Ding so energetic. Okay, so, jetzt muss ich zu Something laufen. Zu Something. Nicht Something, sondern Something. Anything. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die Vereinigung der Huren in dem Spieler ist Dildo. Alter.
laufe ich eigentlich hin? Ich laufe gerade zu Jimmings Posthaus. Läufst du da auch hin? Ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Da, jetzt bin ich bei so einem komischen Zhang Ting. So. Ich muss jetzt Hunter Li Chang suchen. Ja, muss ich auch. So, das Ding weht im Wind. Mehr kann man dazu echt nicht sagen. Oh, Alter. Das Spiel kann nix. Ey, ja, stimmt, der asiatische Dieb heißt ja Langfing, genau. Oh Gott. Genau, und der chinesische Verkehrsminister heißt Umleitung. Okay, talk with Li Chang. Bla bla. Ey Dennis. Ja. Weißt du, wie der Informationsminister heißt? Tsai Tung. Der war aber scheiße. Der war scheiße, ich fand den gut. Ja. Uncle, do you have Learn. Fresh food? Da. Ja. Jetzt muss ich wieder mit Latsching. Okay, bla bla. Meine neue Sachen gelernt. So, jetzt nochmal, Complete Quest. Hahaha. Thank you, Onkel! Kein Ding. Da, ab zum Mad Dog. Boah, Alter, Junge, das Spiel, das ist absolutes Triple Null, ja? Ja. Warum? Ich finde das Spiel irgendwie ziemlich scheiße. Weißt du, wie der Verkehrsminister heißt? Wie denn? Moving! Moving? Ja. Fuck you, Junge. Halt die Fresse, halt. Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, kein Wunder, bist auch dumm und kotig. Ja, komm. Du nimmst doch jetzt Eisensmash. Status. Not equipped. Das ist natürlich dumm gelaufen. Ich muss jetzt hier so Mad Dogs muss ich jetzt killen. Ja, aber Moment. Try to use move to a fire. Achso, lol. Alter, das Kampfsystem ist ja mal sowas voll für ein Popo, ey. Hast du den Feuerdart mitgenommen? Was für ein Feuerdart? Ja, guck dir mal die Beschreibung an. Throwing Dart Normal Attack, ja. So. Muss ich den jetzt töten oder was läuft hier? Ich hab keine Ahnung, was ich mit den Scheißviechern machen muss. Something! Das ist mein Weg. Pow, pow, pow. So, ich hab einen gekillt. Hat's das gebracht? Keine Ahnung. Hey, ich muss zwei Stück killen. Hier geht erstmal so eine fette Combo hin hier. So. Jetzt habe ich dem Hund nämlich voll auf die Fresse gegeben. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja mal voll der coole Einstieg in so ein Rollenspiel. Erstmal so einen komischen Hund verprügeln als Martial Arts Meister, ey. Macht voll den Sinn, ey. Ich muss dir mal sagen, wer den längeren hat, ey. Also der Hund hat nichts zu melden. So, go back to Li Chang, Alter. Moment, ich hab den irgendwie jetzt nicht getötet. Womit hast du den denn getötet? Mit irgendwelchen Standard-Attacks, du Affenkorb. Ja, hab ich doch auch gemacht. Uncle, I beat two mad dogs to death. Boah, ist das ein Fick-Game, ey. Ja, aber ich hab aber keine Waffen. What the fuck? Du musst die... Oh. Was denn, du musst deine ganz normalen Attacken benutzen, du Mongo-Kuppel, ey. Ja, chill mal mein Leben, Junge. Ja, chill du mal dein Leben, Alter. Ja, jetzt mach ich den weg hier. Ich kämpfe gegen vier auf einmal. Kein Ding, ich hab es ja. Moooooh, wie man ein Spiel nur so ultimativ langweilig gestalten kann, das ist der absolute Wahnsinn. Ja, Cultivate, bla bla bla. Alles klar, go back to Lee. So. Okay, ganz ehrlich, Hardy, ja, absoluter Bullshit. Ja.
Ja, absoluter Bullshit. Braucht kein Mensch. Das braucht echt kein Mensch. Ich habe am Anfang so gedacht, als ich noch gelesen habe, von wegen hier Martial Arts, bla blub, ja, da könnte vielleicht ganz interessant werden. Wie geil der gerade in der Verteidigungspose gesprungen ist, ey. Also erstmal finde ich es ethisch nicht korrekt, dass man Hunde vermöbeln muss, ja? Ja, echt mal, das finde ich auch nicht in Ordnung. Das auch noch als Kung-Fu-Meister, der sowieso im Reinen mit sich selber ist, ja? Ja, aber die Hunde... Arme Hunde zu verprügeln. Nee, ohne Scheiß, das Spiel kann gar nichts. Also das Kampfsystem ist ja sowas von, Alter, ohne Spaß, mir schlafen nicht die Füße ein. Hieraus weißt du, ohne Spaß, wir können eigentlich jedes... Ja, also, keine Ahnung, ich finde, wir können jedes MMO in Zukunft schon von vornherein mit absoluter Bullshit abstempeln. Ja, nächste Trash-Night, 5 Minuten. Ja, auf jeden Fall. Boah, ja komm, Ramen, da brauchst du gar nichts mehr zu sagen. Absoluter Bullshit, die Leute sehen doch selber, dass das scheiße ist, das Spiel. Ja, sehr gut, ich würde mich jetzt auch verabschieden. Danke fürs Zuschauen an dieser Stelle. Bewertung nicht vergessen, ja. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Genau, ihr seid unserer Meinung, weiß ich. Und auf jeden Fall, bis nächste Woche. Das stinkt so krass, wa? Ja, das ist richtig krass. Das stinkt richtig krass nach Magie, Junge. Und jetzt ja, da fällt mir noch einer ein. Was denn? Ja. Nein, 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 Dennis, nein. Was denn? Nein. Nein. Du weißt, dass du jedes Mal in einem fertigen Video an dieser Stelle nicht Nein sagst, war sondern was anderes. Ja, kann ich mir vorstellen. Das möchte ich gerne sehen, wie du das bringst, ey. Dann lache ich mir wahrscheinlich den Arsch weg. Wahrscheinlich. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall. Und tschüss.